Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute geht es um das Thema USB-C-Hub und zwar um einen ganz speziellen, nämlich um einen, der mehrere Displays ansteuern kann bzw. mehrere Displays verfügbar machen kann und weniger um Daten, also sprich der RM8 von Novo eher ein Display-Hub als ein klassischer USB-C-Hub und den schauen wir uns mal in aller Kürze an. Ja, wie gerade eben schon gesagt, ist es natürlich trotzdem ein USB-C 8-in-1 Hub der RM8, aber er legt halt den Fokus mehr auf Display-Verfügbarkeit als auf möglichst schnelle Datenschnittstellen und Co. Wir haben also hier zwei HDMI-Ports mit verbaut, wir haben einen VGA-Port mit verbaut, also wenn ihr klassisch einen alten Monitor sozusagen noch habt, ihr könnt vier verschiedene Displays in der Theorie ansteuern über Display-Port, zweimal HDMI und VGA. Und wir haben hier ein kleines Aluminium-Finish, oder beziehungsweise das Gerät ist in Aluminium gehalten. Das gucken wir uns dann gleich nochmal nach dem Unboxing an. Vom Grundsatz her auf der Rückseite dann nochmal die Verfügbarkeit der jeweiligen Auflösungspotenziale. Und ich sage mit Absicht Potenziale, das Ding ist natürlich mit MacBook und Co. kompatibel, aber immer unterschiedlich in den Auslegungen. Theoretisch gehen also 4K at 60 Hertz über die beiden HDMI-Ports. Das ist schon mal ganz stattlich, funktioniert nicht mit jedem Gerät, aber in der Theorie geht's. DisplayPort kann bis zu 8K at 30 Hertz ausgeben oder eben 4K mit 120 Hertz. Der VGA-Port logischerweise weniger, der kann nur Full HD mit 60 Hertz. Wir haben noch Datenschnittstelle und einen Ladeport. Ladeport vielleicht noch interessant, Datenschnittstelle wegen der Geschwindigkeit aus meiner Sicht bei dem Hub hier jetzt eher weniger, weil halt eben langsame Geschwindigkeiten nur verbaut sind. Gut, gucken wir uns das Schätzchen einmal an und dazu schneide ich die Verpackung an der Seite einfach auf. Übrigens sehr leicht die Verpackung, also das deutet darauf hin, dass natürlich auch der Hub dann entsprechend leicht ist. Gucken wir aber gleich uns nochmal im Detail an. So, da haben wir den Hub in Orange gehalten, ist nichts mehr in der Verpackung zurückgeblieben. Einmal so ein kleines Dankeschön-Kärtchen mit dem, wahrscheinlich mit den Service-Nummern. Dann haben wir hier eine Bedienungsanleitung. Normalerweise sage ich immer, Bedienungsanleitungen sind irrelevant. In dem Fall ein kleines bisschen relevant, denn ihr seht hier, hier wird nochmal sehr explizit ausgegeben, was unter macOS funktioniert, was auch unter Windows funktioniert. Da könnt ihr sehr detailliert nochmal nachlesen, welche Funktionalitäten denn unter welchem Betriebssystem oder mit welcher Endanwendung denn verfügbar sind. Das ist auch nochmal ganz wichtig, kommen wir aber später im Kapitel zu mehreren Monitoren dann nochmal zu, weil das ist ja quasi die Kernanwendung dieses USB-Hubs, wenn man so möchte. Ich schaue nochmal gerade, ob eine deutsche Bedienungsanleitungsteil dabei ist, für die Abbildungen jetzt vielleicht weniger relevant. Aber wenn man ansonsten in die Anleitung gucken will, und da sehen wir schon, da in der Mitte verbirgt sich auch ein deutscher Teil. Also wenn ihr mögt, könnt ihr das Ganze sogar auch nochmal auf Deutsch nachlesen. Grundsätzlich natürlich die Anleitung eher für uns jetzt hier irrelevant. So, dann haben wir hier den eigentlichen Hub. Ich versuche den hier mal rauszukriegen. Na, wie muss man es machen? Auf der Rückseite, hier ist es gerissen, da gehört es aber nicht raus. Ja, man muss es wahrscheinlich einfach vorne rausheben und dann das Kabel hinten durchziehen. Machen wir jetzt auch mal, genau so kann es funktionieren. Na komm, so, genau, dann ist es durch. Dann gucken wir uns jetzt einmal die Anschlüsse im Detail an und auch nochmal die Optik und die Haptik von dem Gerät. Vom Grundsatz her halt mit dem Aluminium-Finish, wie wir es gerade eben schon gehört haben. Auf der Vorderseite oder auf der Rückseite, je nachdem wie man es betrachtet, entsprechend unser Port, der VGA-Port, um auch ältere Displays anzusteuern. Auf der Seite dann der USB-C mit PD, also sprich, da könnt ihr euren Strom drüber beziehen. Wir haben einmal hier noch den Display-Port, der euch die Möglichkeit bietet, halt eben bis zu 8K auszugeben, je nachdem welches Endgerät ihr verwendet und so weiter und so fort mit den klassischen Einschränkungen. Und wir haben zweimal HDMI, welches eben die Möglichkeit bietet, 4K at 60 Hertz auszugeben. Auch das logischerweise theoretisch erstmal nur theoretische Werte. So, und auch praktisch. Auf der Seite noch die Datenschnittstellen. Da muss man sagen, das ist jetzt von der Geschwindigkeit her nicht völlig überragend. Das ist mit USB 2.0, ich glaube 480 ist da das Limit. Das ist jetzt nicht ultra schnell, aber zumindest habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr nur einen USB-C-Port habt und den würdet ihr ja in der Theorie hier mit diesem Stecker belegen, könnt ihr noch trotzdem Daten oder beziehungsweise Anschlussgeräte anschließen, jetzt weniger um Daten vielleicht zu transferieren, aber um weiteres Zubehör hinzuzupacken. Die Verarbeitung ist gut, hier wackelt nichts, gerade hier diese Schnittstelle, die bricht ja oft bei so USB-Hubs, ansonsten fühlt sich das Ding auch gut an, leicht Aluminium und auch insgesamt komplett leicht, also wirklich sehr, sehr leicht, fühlt sich aus meiner Sicht wertig an und macht auf mich zumindest einen guten Eindruck, auch die Kabel, die Anschlüsse und so weiter sehen alle gut verarbeitet aus, das dürfte, denke ich, insgesamt schon passen.
Ja, ein wichtiges Thema, zumindest aus meiner persönlichen Sicht, ist das Thema Ladegeschwindigkeit. Und die schließe ich das Gerät jetzt mal an. Und ihr seht jetzt hier, wenn ich mein originäres Apple-Ladegerät an mein MacBook anschließe, dann kommen da 94 Watt durch. Das ist die volle Leistung des Netzteils, die quasi verfügbar ist. Das aber nur als Information, was sozusagen maximal verfügbar ist. Jetzt schließe ich das Ganze dann mal an über quasi diesen USB-C-Hub, sodass wir noch sehen, was kommt denn rein. Es kommen weiterhin logischerweise 94 Watt rein und raus gehen halt 84. Das ist doch das, was der Hersteller angibt. 100 Watt gehen rein, 85 raus. Ich sag mal, die 84 ist jetzt so eine Messungenauigkeit des MacBooks. Das kann ja auch nicht ganz genau messen, aber als Indikation reicht schon mal. Also sprich, ihr könnt euch merken, 85 Watt Output ist mit diesem USB-C-Hub ohne weiteres möglich. Natürlich in Abhängigkeit von dem Input-Netzteil. Ja, jetzt kommen wir zum vielleicht spannendsten Feature dieses Hubs, denn es ist aus meiner Sicht ja eher ein Display als ein klassischer USB-C-Hub. Und hier seht ihr nochmal alle Anschlussgeschwindigkeiten, sowohl die für die Daten als auch für die VGA, für den VGA-Port, als auch für HDMI und Display-Port. Das bedeutet letzten Endes, dass ihr natürlich mit hohen Auflösungen hantieren könnt. Zum Beispiel, wenn ihr euer iPad anschließt, habt ihr die Möglichkeit, den Bildschirm hier auf insgesamt theoretisch zumindest 4 Bildschirme auszuweiten. Hier seht ihr jetzt quasi 2, also iPad plus 2 Monitore, auch wenn das im Hintergrund ein Monitor ist, aber es sind 2 Anschlüsse, das seht ihr hier auch nochmal, mit meinem Windows-Laptop zum Beispiel kann ich hier 3 verschiedene Displays nutzen, in dieser Konfiguration. Ich kann natürlich auch insgesamt sozusagen 5 Displays nutzen, also sprich das eigentliche Kerndisplay auf meinem Laptop in dem Fall und 4 weitere Displays, einmal zweimal HDMI, einmal DisplayPort und einmal den VGA-Port. Das sei noch dazu angemerkt, dass das hier bei macOS etwas eingeschränkt ist, denn ihr seht schon, hier habt ihr mehr den Erweiterungsmodus und den Spiegelungsmodus als den wirklichen breit gefächerten Modus. Das heißt, ihr habt hier maximal 2 Displays, die ihr nutzen könnt. Ihr könnt mehr Displays ansteuern, aber quasi nicht mehr nutzen. Was anderes ist das unter Windows, denn hier könnt ihr quasi 4 Displays maximal nutzen, nicht 5, wie ich gerade gesagt habe, sorry, sondern 4 Displays maximal über die verschiedenen Ports. Das ist natürlich schon eine ganze Menge, also wenn ihr einen Windows-Laptop habt, auf jeden Fall gute Erweiterungsmöglichkeit. So, damit sind wir auch schon am Ende von dieser kleinen Produktvorstellung angekommen. Sozusagen der Novo RM8 ist mehr ein Display-Hub als ein klassischer USB-C-Hub. Das liegt zum einen daran, dass an der Seite die Datenschnittstellen von der Geschwindigkeit her eher nicht dem heutigen Standard entsprechen. Da wäre es natürlich cool gewesen, wenn schnellere Geschwindigkeiten möglich gewesen wären. Man muss sich aber auch im Klaren sein, dann wäre das Ding auch nochmal deutlich teurer. VGA-Port für die Notwendigkeit, wenn ihr noch einen Monitor mit VGA habt, ist das hier verbaut. Also sprich, ihr könnt wirklich fast alle Display-Möglichkeiten ansteuern, so ihr das denn möchtet und so ihr das benötigt. Aber viel wichtiger noch auf der Seite die HDMI und Display-Ports, also da gibt es dann wirklich eine breit gefächerte Möglichkeit. Ihr könnt 85 Watt über PD laden, also das auf jeden Fall auch eine gute Geschichte. Display-Port kann bis zu 8K und 4K gehen bei den beiden HDMI-Ports. Also wenn ihr was erweitern wollt, ist das hier auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um das zu tun. Insgesamt fühlt er sich auch gut an, Verarbeitung gut, aus meiner Sicht die Kabel und so weiter, alles sauber verarbeitet und droht nicht zu brechen. Man muss sagen, der Preis, der liegt bei ca. 35 Euro, je nachdem, welche Rabattaktion gerade läuft, finde ich okay. Wenn ihr wollt, checkt das Ding mal aus. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wer noch Fragen hat, ab damit in die Kommentare. Und ich sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.